Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Format. Heute gibt es Memes. One Piece Edition, Teil 1. Viel Spaß! Das Kind, das Shorts im Winter trägt. Das Kind, das eine Jacke im Sommer trägt. Wano Kuni, Nordkorea. Hey Gildert, was geht, Bro? Ich muss unbedingt Kaido treffen und den kranken Hund aufhalten. Geh mal nach Marineford und stopp den Krieg für mich. Ist das deine Masche, um die Leute glauben zu lassen? Du könntest durch die Zeit reisen? Ach ja, versteck diesmal deinen Arm, Bro. Hast du letztes Mal verkackt, als du Ace getroffen hast. Boah, Pepsi kickt ja noch mehr als Cola. Halt's Maul, Frankie, du gehst mir langsam echt auf die Nerven, Mann. Hey, werd bloß nicht so frech, du Mooskopf. Ach ja, meintest du nicht, du wolltest irgendwie duschen gehen oder so? Hab mich verlaufen. Was? Auf dem Schiff? Ja, auf dem Schiff. Wie kann man nur so unfassbar dämlich sein? Ich vor dem Sex. Ich darf jetzt nicht schlapp machen. Leute? Ich kann das erklären. Du hast mehr Hände, aber ohne eine Teufelsfrucht? Ich kann Hände per Illusion erschaffen. Ihr habt Hände? Zorro vor dem Timeskip. Vielleicht habe ich mich verlaufen. Zorro nach dem Timeskip. Vielleicht habe ich mich verlaufen. In der Vergangenheit ist etwas passiert, das Corazon so sehr traumatisiert hat, dass er nun nicht mehr sprechen kann. Ich töte meinen Vater. Ich tue es hier und jetzt. Es gibt kein Tier auf dieser Welt, das ich nicht kontrollieren kann. Kaido und die Beast-Piraten. Unsere Feinde können unseren Plan nicht herausfinden, wenn wir keinen haben. 2050. Ruffy findet das One Piece und wird endlich der Piratenkönig. Ich. Zorro im Kampf. Du bist schon lange tot. Zorro, wenn er versucht, geradeaus zu laufen. Wo bin ich? Ruffy will mich nicht heiraten. Lass ihn glauben, heiraten ist was zu essen. Glaub mir, das funktioniert immer. Dein Gesicht, wenn du Augenkontakt mit dem Lehrer hast, während du spickst. Die vier Kaiser, die stärkste Armee, die Welt regieren, alle Rassen vereinen, reisen, saufen, Spaß haben. Ich, 50 Jahre später, nachdem ich endlich das Ende von One Piece gesehen habe. Es war wahrlich ein schönes Leben. Ruffys Mutter. Ich frag mich, wie unser Sohn aussehen wird. Dragon. Nee, er wird sich fragen, wie ich aussehe. Erinnert ihr euch noch an Sugar, dieses kleine, süß aussehende Mädchen aus Dressrosa, welches 22 Jahre alt ist, aber im Körper einer 10-Jährigen steckt? Wow, eigentlich voll die Trap, fällt mir gerade auf. FBI, open up! Naja, wie dem auch sei. Das ist sie heute. Zorro. Immer. Lysop trägt eine Maske. Ruffy, wer ist das? Mein bester Freund, der One Piece zum ersten Mal schaut. Ich, der erklärt, warum diese Szene ein Foreshadowing ist und oder ein Genie ist. Laws Plan. Ruffy. Piraten damals. Ich muss die ganze Grand Line bereisen, selbst wenn es mich mein Leben kostet. Piraten heute. Wo ist die Torte? Ihr Diebe, gebt sie sofort her. Frauen. Oh mein Gott, ich kann's nicht fassen, er hat nicht geweint bei Titanic. Haben Männer eigentlich überhaupt Gefühle? Männer. Warum schaust du kein One Piece? Es gibt einen Affen, Simp Gordon Ramsay, Pikachu, brutale Polizisten, The Real Slim Shady, Gott. Hey Nami, weißt du, wo Zorro ist? Nein, dieser Idiot hat sich wahrscheinlich wieder verlaufen. Ey, hör mal, weißt du, wo das One Piece ist? Wenn man sieht, wie Ruffy das erste Mal Haki einsetzt. Wenn man sieht, wie Ruffy das 15.276. Mal Haki einsetzt. Sir Crocodile. Verantwortlich für einen brutalen Bürgerkrieg. Mastermind hinter einer Terrororganisation. Tötete fast eine gesamte königliche Blutlinie. Versuchte eine verbotene Massenvernichtungswaffe in die Hände zu bekommen. Bestrafung: Knast. Tom baut ein verdammt geiles Boot. Strafe: zum Tode verurteilt. Lysop.
Und das soll es mit der ersten Folge von dem neuen Format gewesen sein. One Piece Memes Part 1. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt, könnt ihr sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Gerne könnt ihr Meme-Vorschläge oder auch weitere Animes in die Kommentare schreiben, die eventuell mal in Zukunft eine Folge von diesem Format bekommen sollen. Ich denke, hier kann ich meiner Kreativität noch weiter freien Lauf lassen und sehr viel weitere Animes als One Piece mit einbinden. Deswegen hoffe ich, es gefällt euch. Und wenn ja, lasst es mich wie gesagt gerne wissen. Teilt das Video auf jeden Fall. Es war ein Haufen Arbeit und es würde mich bei diesem Format umso mehr freuen, wenn ihr das Ganze zu unterstützt. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kudo. Haut rein.